Der Nord-Ostsee-Kanal, die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Jährlich passieren bis zu 30.000 Schiffe den knapp 100 Kilometer langen Kanal. Da musst du schon ganz genau fahren. Ne? Wenn du da einen kleinen Fehler machst, dann schmieren wir ab. Für Kanalsteuerer und Lotsen ist jede Passage ein Wettlauf gegen die Zeit. Zeit ist bekanntlich Geld und das ist natürlich für den Reeder interessant. Mehr als ein Jahrhundert alte Schleusen, technische Meisterwerke und Achillesferse des Kanals zugleich. Die Wartezeiten an den Schleusen sind schon schnell mal bei leichten Störungen über 10 Stunden. Deshalb soll der Kanal fit für den Schiffsverkehr der Zukunft gemacht werden. In Brunsbüttel laufen die Arbeiten an einer zusätzlichen Schleusenkammer auf Hochtouren. Es ist eine der größten Wasserbaustellen Europas. Das ist wirklich einer der einmaligen Baustellen. Eigentlich ist es ein Jahrhundertbauwerk. Früh am Morgen, Dienstbeginn an der Schleusenanlage in Brunsbüttel. Dort steht heute eine aufwendige Großbetonage an. Die Fähre ist im Dauereinsatz. Sie liefert Personal, Großgeräte sowie sämtliche Baumaterialien zur gigantischen Baustelle mitten auf der Schleuseninsel. Vor Bauleiter Jérôme Morgenthal liegt eine lange Schicht. Er ist für die Koordination der unterschiedlichen Gewerke zuständig und hat die Verantwortung für den Zeitplan. Moin. Wie viele Mischfahrzeuge seid ihr jetzt? Ein Fehler bei der Mischung des Betons wäre fatal. Ja, dann passt das. Dann sind wir da, wo wir hinwollen. Gut. Alles klar. Wenn man am Anfang schon sieht, dass man den Beton nicht in die richtige Richtung bekommt, also dass jetzt viel zu steif ist oder viel zu flüssig ist, dann fängt man schon an, das erste Fahrzeug wegzuschmeißen und dann steigert sich die Nervosität, weil die Zeit langsam wegläuft. Immer mehr und immer größere Schiffe lassen den Nord-Ostsee-Kanal an seine Kapazitätsgrenzen stoßen. An der westlichen Einfahrt bei Brunsbüttel wird deshalb angebaut. Dort entsteht eine zusätzliche Schleusenkammer. Der Tide-Einfluss, die Insellage und der problematische Baugrund machen den Neubau zu einer riesigen logistischen Herausforderung. Im Minutentakt schaffen die Mischer den frisch angerührten Beton vom extra eingerichteten Doppelmischwerk zur 400 Meter entfernten Baugrube. Heute ist der Tag, wo alles dann funktionieren muss, wo man darauf dann mehrere Monate darauf hingearbeitet hat. Das muss heute passen. Die Mischmeister sind extrem gefordert. Die Anspannung im Betonlabor ist groß. Erst wenn die Prüfer die Freigabe erteilen, kann der Einbau beginnen. Der Beton muss später den Einflüssen des salzhaltigen Brackwassers der Elbe standhalten. Der Ausbreitversuch bringt Klarheit. Hierbei wird der Durchmesser des Betonkuchens kontrolliert. Das Klappern dient als wichtige Kenngröße. Zur Konsistenzbestimmung. Konsistenz ist ein Indiz dafür, ob die richtige Menge Wasser dran ist, ob mit der Mischung alles passt. Und der Beton könnte sich beim Transport verflüssigt haben. Wir haben hier eine Zielkonsistenz 460 plus minus 30 mm. 480 haben wir. Aber wenn das nicht passt, dürfen wir nicht einbauen. Die Rezeptur stimmt. Aus dem Beton entsteht das, was die Ingenieure Binnenhaupt nennen. Also die Verbindung zwischen Kanal und Schleuse. Wir bauen ja ungefähr jetzt für den Abschnitt 3050 Kubikmeter Beton ein und insgesamt 560 Tonnen Bewährungsstahl haben wir im Vorwege eingebaut. Und das werde ich nie wieder im Leben nochmal haben, solche Dimensionen, die wir hier haben. Das ist wirklich einer der einmaligen Baustellen. Eigentlich ist das ein Jahrhundertbauwerk. Zwei kleine und zwei große Schleusenkammern in Brunsbüttel sind das westliche Eintrittstor zum Nord-Ostsee-Kanal. Bis zu 30.000 Schiffe nutzen die deutsche Wasserstraße jährlich. Das sind mitunter etwa 10.000 mehr, als im Suezkanal unterwegs sind. Die alte Schleusenanlage muss dringend überholt werden. Seit 1914 sind die 310 Meter langen und 42 Meter breiten Kammern durchgehend in Betrieb.
Die fünfte Kammer soll künftig wie ein Bypass die maroden Bauwerke entlasten und deren Sanierung ermöglichen. Die Insellage zwischen den bestehenden Kammern ist eine logistische Herausforderung. Die Fähre St. Johannes ist ausschließlich für die Baustelle im Einsatz. Sie transportiert Ladungen mit einem Gewicht von bis zu 180 Tonnen vom Ufer zur Schleuseninsel. Bauingenieur Jérôme Morgenthal hat sich auf Wasserbau spezialisiert. Seit 2018 arbeitet er als Bauleiter auf der Brunsbüttler Baustelle. Sein Aufgabengebiet, alles, was mit Stahlbeton zu tun hat. Wir fahren jetzt ungefähr 19 Meter tief auf die erste Ebene. Dann gehen wir dann nochmal ein Stück runter. Und dann sind wir circa bei 21 Meter sind wir unten. Und dann sehen wir den Betoneinbau. Ankunft in der sogenannten Torkammer, der Garage des Schiebetores. Hier wird später der 21 Meter hohe Stahlkoloss hineingefahren. Weil parallel zum laufenden Schleusenbetrieb gebaut wird, muss alles so erschütterungsarm wie möglich vonstatten gehen. Für die Herstellung der Massivbausohle werden rund 90 Kubikmeter Beton pro Stunde in den Untergrund gepumpt. Wenn alles glatt läuft, sind wir so in 34, 36 Stunden durch. Kurzes Briefing mit dem Polier. Ja, läuft das gut. Ja. Mit 27 Jahren ist Jérôme einer der jüngsten Bauleiter. Ich habe das schon ein bisschen öfters, dass die jungen Praktikanten nachher die Chefs sind. Aber irgendwann steht man auch rüber. Arbeiter verdichten mit der Rüttelflasche den Beton. Die Vibration verdrängt die Luft. Aber ein plötzlicher Wassereinbruch bereitet Probleme. Wir haben einen leichten Wassereinbruch von der benachbarten Baugrube. Ist nicht so gut für den Beton, weil er ausgespült wird. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt, damit der Zeitplan intakt bleibt. Der Bauleiter und sein Team suchen gemeinsam mit dem Wassertechniker nach einer Lösung. Ja, ist nicht schön, aber passiert halt gerade Wasser. Ja, tief sind wir schon hier drinnen, nicht? Nebenan ist eine riesen Wassersäule. Dann haben wir da den Nord-Ostsee-Kanal und da drüben ist auch die benachbarte Baugrube Bauteil 5, also die Schleusenkammer. Und da nebenan sind auch die großen Schleusen mit Wasser gefüllt. Das heißt, wir sind in einigen der schlechtesten Bedingungen für eine tief ausgehobene Baugrube. Das ist nämlich das Problem. Das Wasser kann abgepumpt werden. Die Großbetonage geht weiter. Im Jahr 2014 haben die Bauarbeiten an der neuen Schleusenkammer begonnen. Ende 2026 sollen hier die ersten Schiffe geschleust werden. Der Nord-Ostsee-Kanal verbindet die Elbe bei Brunsbüttel mit der Kieler Förde. Er spart Schiffen den durchschnittlich etwa 450 Kilometer langen Umweg um die dänische Nordspitze Skagen. Die Elbseeler gehört zu den Stammgästen im Kanal. Das Frachtschiff nutzt die Wasserstraße auf seinem Weg von Hamburg nach Skandinavien. Festmacher verteuern die ankommenden Schiffe. Sie müssen schnell sein und ihre Augen überall haben. Vor allem müssen sie die Manöver der Schiffe verstehen und wissen, welches Tau um welchen Poller gehört. Eine falsche Bewegung kann tödliche Folgen haben. Das Gefährliche ist einfach, dass wir hier sehr hohe Bruchlasten auf den Leinen haben. Und wenn das Schiff die Leine durchholt, können diese Leinen eben auch reißen. Und die schnalzen wirklich zurück wie Gummibänder. Und wenn wir Festmacher da stehen, es könnte zu schwersten Verletzungen führen oder aber auch zu Toten. Das wollen wir natürlich vermeiden. Die Schiffe werden um bis zu 2 Meter angehoben oder abgesenkt. Das Schleusen ist notwendig, weil der Wasserspiegel der Elbe je nach Tide mal über und mal unter dem Nord-Ostsee-Kanal liegt. Bis zu 45 Minuten dauert der Vorgang. In Brunsbüttel geht neues Personal an Bord. Dienstbeginn für Lotse Matthias Hagener und die Kanalsteuerer Thomas Möller und Michael Kerbs. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kapitän. Kapitän Rolandas Matutis bekommt Unterstützung. Weil die Wasserstraße so eng und kurvenreich ist, gibt es am Nord-Ostsee-Kanal speziell ausgebildete Kanalsteuerer.
Herr Kapitän, dreht das Schiff bei rückwärts nach links oder nach rechts? Das Schiff dreht nach rechts. Wir haben übrigens nur 7,90 Meter Tiefgang heute. Alles klar, ich informiere die Verkehrszentrale. Eine wichtige Info. Bei 8 Metern Tiefgang müssten wir auf kleinere Fahrzeuge in den Weichen warten, auf Verkehrsgruppe 3 Schiffe. Und wenn wir nun mit 7,90 Meter durch den Kanal fahren, und das tun wir, gerade mit dem hier, können wir die kleineren Fahrzeuge begegnen. Also da brauchen wir dann nicht für die kleineren Fahrzeuge anzuhalten. Mitten auf dem Schleusengelände sitzt das Herz des Nordostseekanals, die Verkehrszentrale. Von hier wird der Schiffsverkehr im gesamten Kanal koordiniert. Die Nautiker aus der Verkehrslenkung sind das ganze Jahr über Tag und Nacht im Einsatz. Hier wird gehört. Guten Morgen zurück. Ja, guten Morgen. Ich wollte nur fragen, wir haben gesehen 7,90 Meter Achtern. Haben Sie das auch schon registrieren können oder haben Sie noch im System 8 Meter? Negativ. Wir haben schon 7,90 Meter drin. Wir hatten auch mal einen Blick drauf geworfen. Und jetzt meine nächste Frage. Sie fahren gleich los oder gibt es da Verzögerungen? Nein, wir sind auslaufklar und wir warten nur, bis das Tor ganz auf ist und dann kann es losgehen. Langsam öffnet sich das etwa 1500 Tonnen schwere Schiebetor. Wir fahren nun in den Nordostseekanal. Thank you. Da ist ein Segler unterwegs und hält sich nicht an den Mindestabstand. Viele ignorieren die Vorschriften. Etwa 12.000 Sportboote sind jedes Jahr im Kanal unterwegs. Durch die geringe Wassertiefe ist hier die Steuerfähigkeit begrenzt. Natürlich muss man aufpassen, aber das machen wir sehr viel, sehr häufig. Und das sind eigentlich Standardmanöver. Ja. So, jetzt sind wir aus der Schleuse raus, komplett. Und jetzt übergeben wir das Ruder an den Kanalsteuerer, sofern der Kapitän umstellt. Captain? Herr Kapitän, können Sie das Ruder zum Kanalsteuerer umstellen? Der Beruf des Kanalsteuerers ist deutschlandweit einmalig. Thomas Möller lenkt seit 15 Jahren Großschiffe auf der deutschen Wasserstraße. Wenn wir das Ruder übernehmen, dann testet jeder und man weiß sofort, wie er reagiert. Entweder langsam oder auch das Ruder, langsam oder schnell. Und dann hat man das drin. Also das ist eine Routine. Die 158 Meter lange Elbzähler gehört zu der zweitgrößten Verkehrsgruppe im Kanal. Den Binnenhafen von Brunsbüttel lässt sie langsam hinter sich. Matthias Hagenaar berät nun den Kapitän. Er ist einer von etwa 280 freiberuflichen Lotsen. Ich habe selber schon über 2000 Schiffe hier hin und her gefahren. Also den Typen, der ist mir sehr vertraut. Wir Lotsen gehen ja eigentlich auch an Bord und es fühlt sich an wie das eigene Wohnzimmer, hätte ich beinahe gesagt. Ein Wohnzimmer mit Panoramaausblick. Knapp 100 Kilometer liegen jetzt vor der Besatzung. Geschätzte Reisedauer 8 Stunden. Mindestens. Je schneller die Schiffe die Strecke überwinden durch den Kanal, desto höher der Gewinn. Und Zeit ist bekanntlich Geld. Und das ist natürlich für den Reeder interessant. Im Kanal gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde. 1895 wird die Wasserstraße als Kaiser-Wilhelm-Kanal eröffnet. Nach nur 8 Jahren Bauzeit. Etwa 9000 Arbeiter heben damals 80 Millionen Kubikmeter Boden aus. Eine technische Meisterleistung. An den Kanalenden entstehen je 2 wuchtige Schleusenkammern. In der Anfangszeit dient der Kanal vor allem militärischen Zwecken des Deutschen Reiches. Wunderwerk und Industriedenkmal, die Eisenbahnbrücke bei Rendsburg, thront auf 51 Stahlpfeilern. Die Arbeiter bauen von beiden Seiten gleichzeitig, ohne Absicherung, in 140 Metern Höhe. Noch ein beeindruckendes Stahlbauwerk, die Hochbrücke Hochdonn. Hier fährt die Marschbahn, eine Eisenbahnhauptstrecke in Schleswig-Holstein.
Eine Länge von insgesamt etwa 2200 Metern macht das Bauwerk zu Deutschlands viertlängster Eisenbahnbrücke. Etwa 5 Millionen Nieten und mehr als 14.000 Tonnen Stahl wurden verbaut. Die Spannweite über dem Kanal beträgt 143 Meter. Seit 1920 ist die Eisenbahnbrücke in Betrieb. Damit auch weiterhin Züge sicher auf ihr fahren können, wird regelmäßig der Korrosionsschutzanstrich erneuert. Insgesamt überqueren 10 Brücken den Nord-Ostsee-Kanal. Alle sind auf eine Durchfahrtshöhe von 42 Metern ausgelegt. Seit der Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals sind dort Seelotsen beschäftigt. AIS-Daten und das Radarbild helfen bei der Orientierung im anspruchsvollen Revier. Da kann ich immer drauf sehen, wie weit ich vom Ufer entfernt bin. Nicht in absoluten Zahlen, aber relativ bin ich an der Steuerbordseite dichter am Ufer als an Backbord. Und so kann ich genau sehen und vor allen Dingen auch bei Nebel, ob ich mich in der Mitte befinde oder etwas mehr an Steuerbord, wo ich mich dann halt hinbegeben muss, wenn ich einen Gegenverkehr habe. Alle halbe Stunde findet per Funk ein Sammelruf mit der Verkehrszentrale statt. Die Verkehrslage ist 2x Verkehrsgruppe 5. X-Kreis Elbe über 10.6,80 Meter. Und Elbsand hat es schon passiert um 11:31 Uhr. Das ist eine große Begegnung. Die Nautiker der Verkehrslenkung wissen jederzeit genau, welches Schiff sich wo im Kanal befindet. Das ist das, was einen großen Teil unserer Arbeit hier wirklich auch ausmacht. Das umzusetzen, was die Verkehrslenkung sich, für was die sich entscheidet. Und das große Ziel ist immer, möglichst Wartezeiten zu reduzieren und die Verkehrsströme sinnig aneinander vorbeizuführen. Der rote Autotransporter ist regelmäßig im Kanal unterwegs. In den letzten 15 Jahren hat sich hier die Durchschnittsgröße der gelotsten Schiffe verdoppelt. Das bringt neue Herausforderungen. Volle Konzentration. Lotse Matthias Hagener gibt die Kurse an und spricht sich mit dem Kanalsteuerer ab. Reduzieren ein bisschen, ne? Ja. Auch sie gehören zum Gegenverkehr. 16 Fähren queren den Nord-Ostsee-Kanal. Die Mitfahrt auf ihnen ist für Personen und Fahrzeuge kostenlos. Grundlage dafür ist eine bis heute gültige kaiserliche Verordnung. Seit 2021 verkehren die ersten Fähren mit elektrischem Antrieb, mit Platz für bis zu 8 Autos und einer Tragfähigkeit von 45 Tonnen. Gefahren wird je nach Bedarf. Die neue umweltfreundliche Fähre Arlau pendelt mit 13 Kilometern pro Stunde über den Kanal. Zuvor waren es 8 Kilometer pro Stunde. Fährführer Thomas Wodracek muss die aktuelle Verkehrslage auf der Wasserstraße immer genau im Blick haben. Das heißt, die Schiffe, die von rechts und links kommen, von Brunsbüttel bzw. aus Kiel, Sportschiffe, alles, was hier im Längsverkehr ist, haben wir Vorrang zu gewähren, weil wir als Querfahrer wartepflichtig sind. Nach fast 75 Jahren hatte die alte Fähre ihren Dienst getan. Für mehr Sicherheit gibt es an Bord der neuen Fähre eine Vielzahl an Kameras. Rund 8 Millionen Euro hat die umweltfreundliche Hightech-Nachfolgerin gekostet. Innovation selbst beim Festmachen. Ein ausfahrbarer Haken hält sich am Anleger fest. Dadurch können die Motoren während der Wartezeit ausgeschaltet werden. So wird Energie gespart. Hier ist alles hochelektronisch. Und bei den alten Fähren ist das alles übergeht über Seilzüge, Umlenkrollen. Das ist alles noch ein bisschen nostalgischer, sag ich mal so. Viermal pro Tag wird die Batterie aufgeladen. Den Strom dafür erzeugt ein Dieselgenerator an Bord. Sinkt die Batterieleistung auf 40%, springt er automatisch an und lädt sie wieder auf. Bis 80% erreicht sind. Langfristig soll die gesamte Fährflotte am Kanal modernisiert werden. Die Hochbrücke Hohenhörn von 1989. Das höchste Bauwerk der Bundesautobahn 23 mit weitem Blick über den Nord-Ostsee-Kanal.
Selbst ohne Schiffsbegegnung müssen während jeder Passage auf dem Nord-Ostsee-Kanal, kurz NOK, rund 231 Kursänderungen mit einer Summe von 693 Grad durchgeführt werden. Fahren nach Sicht. Weil im ersten Betriebsjahr des Kanals fast jedes 20. Schiff eine Havarie hatte, wurde die Kanalsteuerpflicht für Großschiffe eingeführt. Lotse Matthias Hagenaar muss sich immer wieder auf wechselnde Besatzungen aus unterschiedlichen Ländern einstellen. Kapitän Rolandas Matutis stammt aus Litauen. Die deutschen Seeleute sind halt wahrscheinlich einfach zu teuer geworden. Und das merkt man halt, dass viele deutsche Reeder nicht mehr so viele deutsches Personal beschäftigen. Und dementsprechend auch wir als Sekundärberuf diese Nachwuchssorgen so ein bisschen haben. Dagegen helfen sollen flexiblere Zugangsvoraussetzungen. Seit 2022 ist auch ohne Kapitänspatent und Seefahrtzeit eine Ausbildung zum Lotsen möglich. Matthias Hagenaar ist selbst noch weltweit als Kapitän zur See gefahren. Gleich ist sein Können besonders gefragt. Ein großer Schiffskonvoi wartet in der Weiche Fischerhütte bereits auf die Elbsailer. Das sind 5 große Fahrzeuge, die brauchen alle ihren Platz irgendwie zu manövrieren. Und auf dieser Reise speziell ist es bestimmt das Highlight, kann man so sagen, ja. Alle Schiffe im Kanal werden abhängig von Länge und Breite, Tiefgang und Ladung in Verkehrsgruppen von 1 bis 6 eingeteilt. Addiert ergibt sich eine Begegnungsziffer, sie darf maximal 8 betragen. Wer warten muss und wer fahren darf, das entscheidet die Verkehrszentrale. Wir werden also nur die Geschwindigkeit reduzieren und dann dort in der Mitte durchfahren. 134 Meter misst die Wasserstraße in dieser Weiche. Sie ist somit deutlich breiter als in der Strecke. Daher können sich hier auch mehrere große Schiffe begegnen, unabhängig von der Begegnungsziffer. In dem Moment, wo wir jetzt in die Weiche reinfahren, kriegen die ein grünes Signal und dürfen dann ablaufen. Und die beiden rechts von uns, der grüne und der große grüne, die haben Tiefgänge so, dass sie mit 15 km/h durch den Kanal fahren dürfen. Und die beiden auf der linken Seite, auf der Backbordseite, die haben Tiefgänge, dass sie nur mit 12 km/h fahren dürfen. Und deswegen waren die Kollegen jetzt so freundlich und haben die Schiffe vorgelassen. Wir haben wirklich Glück. Alle müssen auf uns warten. Schon die kleinste Unaufmerksamkeit könnte fatale Folgen haben. Mit reduzierter Geschwindigkeit manövriert die Elbsailer durch den engen Korridor. Durch physikalische Wechselwirkungen zwischen den Schiffen kann es zu einem gefährlichen Sogeffekt kommen. Ihm entgegenzuhalten erfordert eine Menge Geschick und Erfahrung. Durch das Überholmanöver spart die Besatzung der Elbsailer wertvolle Zeit. Mindestens 1,5 Stunden Ersparnis, schätze ich. Das ist gut. Das ist gut. Die Begegnung wurde von der Verkehrslenkung exakt vorausgeplant. Die Nautiker nutzen dafür ein Wegzeitdiagramm, das darstellt, welches Schiff mit welcher Geschwindigkeit fährt, wo es wann sein wird. Die Elbsailer hat das Überholmanöver sicher gemeistert. Doch der Weg ist noch lang. Vor der Besatzung liegen weitere etwa 60 Kanalkilometer. Die sanierungsbedürftigen Schleusen sind die Achillesferse des Nord-Ostsee-Kanals. Funktionieren sie nicht einwandfrei, wird der gesamte Schiffsverkehr ausgebremst. Bis zu 80 Schiffe, vom Containerschiff bis zum Kreuzfahrtriesen, passieren die deutsche Wasserstraße täglich. Die Einfahrt erfordert Feingefühl. Die knapp 47 Meter langen und 9 Meter breiten Schiebetore verschließen die großen Kammern und leiten den Schleusenvorgang ein. Der Wasserausgleich erfolgt durch Umlaufkanäle tief im Schleusenbauwerk. In einem davon wartet heute Arbeit auf Maschinenbaumeister Mirko Kote. Das ist das Antriebshaus von 1912. Also auch die Zahnräder, das ist alles von damals. Muss nur eben ständig gewartet werden, das ist wartungsintensiv. Aber es ist beeindruckend, dass das über 100 Jahre funktioniert und hält.
Der Wasserdurchfluss wird mit Hilfe von Schütztafeln geregelt. Wie Schieber verschließen sie die Umlaufkanäle. Die Stahlplatte und die Schienen darunter sind ständig wechselnden Wasserständen ausgesetzt. Bei 100 Jahren darf das auch gerne mal wegrosten und deswegen müssen wir es erneuern. Und jetzt kann diese Schütztafel sich nicht mehr, sie wird nicht mehr geführt und sie könnte sich aufhaken. Und irgendwann ist dann der Antrieb dann nutzlos. Eine der Schütztafeln muss raus. Für die Wartungsarbeiten ist besonderer Einsatz notwendig. Taucher dichten zunächst den Umlaufkanal von außen mit Verschlussplatten ab, damit später kein Wasser aus der großen Schleusenkammer in die Umläufe fließt. 7 Tonnen haben wir jetzt drauf. Gib mir mal die nächste Spindel. Die nächste Spindel für die... Absolute Teamarbeit. Die Spindel ist in der Wasserlinie. Lose in die Leine. Hat Lose. Die ständige Kommunikation spielt eine wichtige Rolle. Wir sehen hier ja gar nichts unter Wasser. Das wird alles ertastet. Ja, und das setzt auch sehr, sehr viel Gefühl voraus. Und natürlich auch Bauwerkskenntnis. Während die Taucher im Einsatz sind, ist nur eine der 2 großen Schleusenkammern in Brunsbüttel befahrbar. Je länger die Wartung dauert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich an der Einfahrt Schiffe stauen. Auf dem gesamten Team lastet ein hoher Zeitdruck. Der Taucher ist zurück an der Wasseroberfläche. Gibt er nun das erhoffte Startsignal? Luftkanal aus. Das war erfolgreicher. Die Tafel sitzt, ich bin zufrieden. Wenn der Taucher so hochkommt. Genau, wenn er sich so freut, dann ist es immer. Die Bergung kann beginnen. Auch mit guter Vorbereitung bleibt sie ein Glücksspiel. Ich werde nervös, wenn sie festsitzt. Das kann passieren. Dann müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Aber im Moment geht das noch. Langsam setzen sich die Zahnräder in Bewegung. In Zukunft soll die alte Mechanik durch hochmoderne elektrohydraulische Technik ersetzt werden. Die Schütztafel muss so behutsam wie möglich herausgehoben werden. Denn die empfindliche Schleusenanlage darf auf keinen Fall beschädigt werden. Die etwa 10 Tonnen schwere Schütztafel kann nun abtransportiert werden. Die ist jetzt 5 Jahre drin ungefähr und das sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir die nicht mehr Grund überholen müssen, nur sauber machen und dann wird die wieder eingesetzt. Mehrere 10.000 Euro werden dadurch eingespart. Wir können die Schleuse wieder in Betrieb nehmen, dass wir heute Nacht hier schleusen können. Ja, super. Super. So, wir verabschieden uns und wünschen euch einen schönen Feierabend. Einfach. Wünsche ich mir auch. Tschüss. Das Team hat es rechtzeitig geschafft. Die große Schleusenkammer ist nun wieder frei für den Schiffsverkehr. Die Elbsailer bahnt sich weiter ihren Weg durch den Kanal. 654 TEU transportiert sie nach Skandinavien. Das Frachtschiff einer niedersächsischen Reederei fährt in die Weiche. Es muss gleich 2 entgegenkommenden Schiffen Vorfahrt gewähren. Der freut sich, dass wir schon da sind und kann so durchfahren. Und der zweite, der ist noch ein bisschen weiter weg, auf den müssen wir jetzt noch eine Viertelstunde ungefähr warten. Der wird dann auch so an uns vorbeifahren können. Und die Herausforderung ist halt jetzt, die Zeit einfach abzubummeln hier. Jetzt bloß nicht die Kontrolle verlieren. Wind- und Druckfelder des langsam vorbeifahrenden Schiffes erschweren das Manöver. Lotse Matthias Hagener muss unerwünschten Randeffekten entgegensteuern. Während die Elbsailer in der Weiche wartet, drehen sich die Propeller des Schiffes unvermindert weiter und erzeugen einen Restschub. Die Wartezeit wird ohne den Einsatz eines Ankers überbrückt. Das ist halt für die Kapitäne eigentlich normalerweise etwas ungewohnt, für uns aber ganz normal. Und ich weiß, welche Eigenschaften dieses Schiff hat oder solche Typen. Und stelle mich entsprechend darauf ein. Und wenn das Schiff mal nicht so reagiert, wie ich das erwarte, dann muss man es wirklich dazu zwingen, dass es das tut, was ich möchte.
Zwangspause auch für das Containerschiff Express Elbe. Insgesamt gibt es 12 Weichen am Kanal. Lotse und Kanalsteuerer warten auf das zweite Schiff. Der Abstand zum Vordermann muss dabei genau eingehalten werden. Am Horizont tut sich etwas. Der Gegner, wie wir sagen, der ist jetzt da. Und wir können jetzt auch losfahren. Das ist übrigens Erwin Schulte, eins von den Schiffen, die eher mal ein bisschen störrisch sind. Also die sind ganz anders zu handhaben als jetzt dieses Containerschiff zum Beispiel. Matthias Hagenaar hat das Tankerschiff schon gelotst und kennt daher die Eigenheiten dieses Schifftyps. Die haben auch nicht so ein gutes Ruder und brauchen auf jeden Fall viel mehr Zeit, um in so eine Weiche reinzufahren und sicher auch dort anzuhalten. Da muss man sehr viel früher dann anfangen, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Obwohl man das dem Schiff eigentlich gar nicht ansieht. Aber es ist ein unbequemer Kandidat. Langsam, aber sicher fahren die Elbsailor und Erwin Schulte aneinander vorbei. Kapitän Rolandas Matutis nutzt die Passage für Schreibtischarbeit. Er arbeitet 4 Monate auf dem Schiff, danach hat er 4 Monate frei. Immer im Wechsel. Zurzeit ist er fast wöchentlich auf der Wasserstraße unterwegs. Im Jahr 2002, genau vor 20 Jahren, bin ich das erste Mal im Nordostseekanal unterwegs gewesen. Auch wenn der Lotse im NOK den Kurs vorgibt, die Verantwortung trägt weiter der Kapitän. Die meisten Kapitäne ziehen sich während der Passage zurück. Sie ruhen sich aus und sind nicht auf der Brücke. Ich aber bleibe die Hälfte der Strecke hier oben, bis zum Lotsenwechsel. Für die restlichen 3 Stunden gehe ich dann in die Koje, um zu schlafen. Etwa in der Mitte des Kanals, bei Kilometer 55, hat die Lotsenstation Rüsterbergen ihren Sitz. Dort wird das Personal getauscht. Lotse Christoph Botmann wartet auf seinen Einsatz. Er hat schon ein Schiff bis zur Station gelotst. Gleich geht es für ihn an Bord der Elbsailor zurück nach Kiel-Holtenau. Hier besetzen wir ein Schiff in Fahrt. Wir haben nicht noch Zeit, uns großartig vorzubereiten an Land, bevor man dann ablegt, sondern hier muss man schon sofort voll da sein. Aber es sind viele Schiffe, die hier regelmäßig kommen und dementsprechend kennt man doch auch viele davon. Die Lotsen arbeiten freiberuflich und sind in 2 Brüderschaften organisiert. Ein Lotsenboot bringt sie von der Wartestation zu den Schiffen, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Das Timing muss dabei exakt stimmen. Beim Wechseln geht es für sie hoch hinaus. Der Zustieg über die schwingende Strickleiter ist nichts für schwache Nerven. Durch den Tausch gelangt jeder Lotse nach Dienstschluss wieder an seinen Ausgangspunkt. Ich denke mal, dass ich irgendwie ein Schiff zurückkriegen werde gleich in der nächsten Stunde. Und dann bin ich dann irgendwann am frühen Abend wieder in Brunsbüttel. Moin. 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 Na? Los. Na? Moin. Moin. Ja. Moin. Hallo. Moin. Übergabe. Lotse Matthias Hagenaar weist seinen Kollegen Christoph Botmann noch schnell ein. Wir können dem anderen hinterherfahren. 4 bis 5 am Hebel, das ist ein Extreher, Funkstrahler, 1 Minute, wenn der gestartet wird. Okay. Kleckerruder, wird sich wunderbar, auf Kombinator noch mehr. Okay. Aber ansonsten alles Chico. Gut. Alles klar, okay. Gut zurück. Dann gute Reise, ne? Hallo, Captain. Ja, gute Anreise. Ja, bis zum nächsten Mal. Mit dem Lotsenboot geht es nun für Matthias Hagenaar zurück zur Lotsenstation. Seit etwa 4 Stunden ist die Elbsailor jetzt im Kanal unterwegs. Auf der Brücke hat der neue Lotse Christoph Botmann heute einen Aspiranten an seiner Seite. Anwärter Frank Escher darf unter Aufsicht zum ersten Mal ein Großschiff durch den NOK navigieren. Ich bin ein paar Jahre als Kapitän gefahren, weltweit. Und habe jetzt die Möglichkeit, einfach nochmal eine neue Herausforderung wahrzunehmen. Aktiv an der Schiffssicherheit quasi bei uns vor der Haustür mitzuarbeiten. Und ich habe tatsächlich auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu Hause bei der Familie zu sein. Das waren eigentlich die Hauptgründe. Inzwischen haben wir wirklich sehr viel Schifffahrt hier im Nordostseekanal. Dementsprechend großen Personalbedarf.
sind in Unterbestand gerutscht und müssen jetzt ganz viele Kapitäne abwerben. Einer von 10 Aspiranten aus einer Gruppe fährt jetzt bei mir mit, hat hier die Aufgabe, jetzt für die Geschwindigkeit zu sorgen. Und darauf achtet er jetzt gerade ganz besonders. Okay. Schichtwechsel, auch bei den Kanalsteuerern. Immer geradeaus. Anders als die Lotsen bleiben sie die ganze Zeit an Bord und lösen sich alle paar Stunden ab. Wir haben hier Schiffe bis zu, ich glaube, 230 Meter Länge. Dieses Schiff ist jetzt 150 Meter lang. Und maximalen Tiefgang haben wir von 9,50 Meter. Das ist schon, da musst du schon ganz genau fahren. Ne? Wenn du da einen kleinen Fehler machst, dann schmieren wir ab, also setzt das Schiff ab. Ne? Und dann wird das hier leicht zum Spielball. Ne? Und das muss ja nicht sein. Ne? Etwa 120 Unfälle ereignen sich jährlich auf dem Kanal, meist ohne große Auswirkungen oder Personenschäden. Auch die Elbsäler musste schon geborgen werden. Sie sind liegen geblieben. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Es war irgendwo in der Richtung. Der Motor ist ausgefallen. In so einer Situation ist man machtlos. Es bringt nichts, den Anker zu werfen. Man kann nur noch versuchen, den Schaden zu begrenzen, indem man an der Uferböschung zum Stehen kommt. Die Rendsburger Hochbrücke, Schiffe, Eisenbahn und Schwebefähre machen sie zu einem einzigartigen Verkehrsknotenpunkt. Das 1913 eröffnete Bauwerk besteht aus mehr als 17.000 Tonnen Stahl und bietet einen imposanten Anblick. Dahinter befindet sich die Schiffsbegrüßungsanlage. Die Nationalhymne von Antigua und Barbuda, unter deren Flagge die Elbsailor fährt. Jedes Schiff wird hier musikalisch in Empfang genommen. Das bleibt mir jedes Mal im Gedächtnis. Im Sommer sind immer viele Leute und Camper hier. Die Stimmung ist super. Die Rendsburger Hochbrücke zählt zu den herausragenden Industriedenkmälern Deutschlands. Auch wegen ihrer Schwebefähre. Weltweit sind nur noch 8 Stück in Betrieb. Täglich befördert sie mehr als 1.000 Personen. Rückblick. Der 8. Januar 2016. Ein schwarzer Tag in der Kanalgeschichte. Am frühen Morgen kollidiert der Frachter Everett Pram mit der Schwebefähre. 2 Menschen werden verletzt. Das mehr als 100 Jahre alte Rendsburger Wahrzeichen. Ein Totalschaden. Der Reparaturversuch scheitert. 6 Jahre nach der Kollision kommt endlich die neue Ersatzschwebefähre per Schleppzug am Nordostseekanal an. Sie ist mit der neuesten Technik ausgestattet und bietet Platz für 4 Autos und 100 Personen. Bauzeit 3 Jahre, Kosten 13 Millionen Euro. Ihre Montage unter der Hochbrücke ist eine besondere Herausforderung. Für die Verantwortlichen ist der Ersatzbau technologisches Neuland. Die Planungsphase, da sind schon ein paar Arbeitsstunden reingegangen in das ganze Thema, ja. Auch das Montagekonzept, waren wir lange gesessen und haben lange geschrieben und es ist sehr, sehr dick. Mithilfe von 2 Teleskopkränen wird der 44 Tonnen schwere Fahrwagen unter der Brücke montiert. Im Anschluss ist die ebenso schwere Fahrbühne dran. Oben und unten läuft der Verkehr weiter. Kreuzende Züge und Schiffe erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen. Das Einpendeln der 12 Drahtseile ein Balanceakt. Das sind dann schon spannende Momente, wo man sich überlegt, hat man alles richtig gemacht, funktioniert. So, aber hier in Rendsburg ist es natürlich noch eine größere Herausforderung gewesen, weil es nicht alltäglich ist, was ganz was Besonderes ist, was man so in seinem Berufsleben eigentlich nicht bauen darf. Und wir sind in der glücklichen Lage, oder auch ich, dass man sowas mal machen darf. Seit 1913 war die alte Schwebefähre in Betrieb. Ein Technikdenkmal, von den Rendsburgern liebevoll auch Eiserne Lady genannt. Der detailgetreue Nachbau ist für den erfahrenen Maschinenbauingenieur und sein Team eine Herkulesaufgabe. Es sollte alles wie das alte aussehen, aber es sollte trotzdem neu sein. Und das war letztendlich die Herausforderung, wo wir schon
die eine oder andere Überlegung mehr anstellen mussten als bei anderen Projekten. Die Schwebefähre benötigt im Vergleich mit einem Fährschiff weniger Energie. Damit sich der Unfall nicht wiederholen kann, verfügt die neue Schwebefähre über bessere Sicherheitssysteme als ihre Vorgängerin. Wir haben ja hier praktisch den Radar. Hier sieht man das Schiff, das ist im Kanal, nähert sich jetzt der Schwebefähre. Und hier haben wir die 1-Kilometer-Linie. Sobald dieses Schiff in diesen Bereich reinkommt, bekommen wir ein akustisches Signal und dieses Target Enter. Und er hat praktisch den Hinweis bekommen, Achtung, Schiff ist da. Ja, und das läuft über dem Radar. Für noch mehr Sicherheit wurde zudem ein Notbetrieb eingerichtet. Die Generalprobe Anfang 2022. Geschulte Fährführer sollen die Schwebefähre künftig sicher über den Kanal steuern. Ja, wir würden noch mal eine Testfahrt starten wollen. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. Ja, das nächste Zeitfenster, die nächsten beiden kommen vorbei von Osten gegen 12.40 Uhr. Alles klar, verstanden. Vor der Abfahrt muss der Fährführer Kontrollfragen beantworten. Erst im Anschluss löst der Fahrthebel aus. 3 Meter über dem Wasser schwebt die mit 4 Elektromotoren angetriebene Fähre davon. Für die 125 Meter lange Strecke braucht sie 1,5 Minuten. 4 Tragseile und 8 Diagonalseile verbinden Gondel und Fahrwagen unter der Hochbrücke. Das haben wir heute gefahren. Das ist ein interessantes Gefühl. Viel Technik an Bord. Kann man sich eigentlich vorher gar nicht so vorstellen, was hier alles ist. Vor allem alles in doppelter Ausführung. Wobei die letzte Konsequenz ist immer, der Fährführer ist für seine Fähre verantwortlich. Ist wie beim Autofahren. Aber wir haben versucht, alles Mögliche zu tun, dass dieser Unfall nicht mehr passieren kann. Im Frühjahr 2022 hat die neue Schwebefähre den regulären Betrieb wieder aufgenommen. Der Nordostseekanal zählt zu den schwierigsten Lotsrevieren weltweit. Im internationalen Sprachgebrauch wird er Kielkanal genannt. Derzeit werden auf der künstlichen Wasserstraße jährlich etwa 85 Millionen Tonnen transportiert. Und 15, 45, letzte 5, Elbseeler, out of Ohm, 1548. Keine Durchsage. Die Oststrecke zwischen Rendsburg und Kiel ist besonders eng und kurvenreich. Müssen wir durchrechnen, wie viele Minuten brauchen wir von hier aus dahin? Noch 10 Minuten bis zum Weichen hin. Grenze und ein bisschen weniger. 8 intensive Monate mit viel Theorie und Praxis liegen noch für Frank Escher. Als langjähriger Kapitän hat er Erfahrung mit den Abläufen im Bordbetrieb. Gerade am Anfang ist die Umstellung gegenüber dem Kapitänsein, wo ich ein Schiff hatte, was ich mit der Zeit sehr gut gekannt habe, dass ich mich jetzt eben in kurzer Zeit auf ganz viele verschiedene Schiffstypen einstellen muss und auch verschiedene Schiffsgrößen jetzt in der Aspirantur. Im Bereich der Oststrecke hat der Kanal noch den Ausbauzustand von 1914. Gerade einmal 44 Meter beträgt die Sohlbreite. Um die Engstellen zu minimieren, wird die Mindestsohlbreite derzeit auf 70 Meter erweitert. Dafür wird die Kanalböschung auf einer Länge von 11 Kilometern ausgebaut. Rund 7 Millionen Kubikmeter Erde müssen abgetragen werden. Die engen Kurven werden abgeflacht. Die Levensauer Hochbrücke, Baujahr 1894, ist die älteste Brücke am Nordostseekanal und einer der größten Engpässe. Wenn man sieht, wie eng es dort unter der Brücke ist, dann kann man sich vorstellen, dass gerade weil es auch eine Kurve ist, es manchmal ein bisschen eng werden kann zwischen den Schiffen. Zum Schutz des Bauwerks wurde der Begegnungsverkehr eingestellt. Die Folge: Wartezeiten. Die marode gewordene Brücke soll durch einen Neubau ersetzt werden. Das Dampfschiff Freya, ein 1905 gebauter stählerner Seitenraddampfer mit Heimathafen Kiel, bricht zu einer Kanalrundfahrt auf. Jeder Tag auf dem NOK garantiert Abwechslung. Hin und wieder müssen auch seltene Gäste durch den Kanal gelotst werden. Das deutsche U-Boot 35 nutzt die Wasserstraße auf seinem Weg zum Auslandseinsatz. Soll ich in der Schleuse fragen, ob der Kapitän dich anlegen lässt dann? Wäre doch eine schöne Übung. Vor der Schleuse in Kiel-Holtenau nimmt der Verkehr zu. Zurzeit sind dort nur 2 der 4 Schleusenkammern befahrbar.
Berufsschifffahrt und Sportboote müssen sie miteinander teilen. Die Wartezeiten an den Schleusen sind schon schnell mal bei leichten Störungen über 10 Stunden. Und damit ist der zeitliche Vorteil dann schnell aufgebraucht. Und das ist natürlich sehr schade. Dann fährt uns auch Schifffahrt wieder außen rum, verbraucht wieder mehr Sprit und belastet damit auch wieder mehr die Umwelt. Und funktioniert der Kanal mit seinen technischen Anlagen nicht, haben die freiberuflichen Lotsen kein Einkommen. Die großen Schleusenkammern sind sanierungsbedürftig und unfallanfällig. 2018 durchbricht der Frachter Acacia eines der Schleusentore. Taucher begleiten die aufwendige Schadensuntersuchung. Mit mehr als 1000 Tonnen ist das Schiebetor schwerer als 200 Elefantenbullen. Um es zu bergen, muss es erst in 2 Teile gesägt werden. Wochenlang ist der Schleusenbetrieb beeinträchtigt. 2 Jahre lang gibt es kein Ersatztor an der Kieler Schleuse, weil beide Reserven durch Kollisionen beschädigt sind. Die Reparatur ist aufwendig. Da die Schleusentore mehr als 100 Jahre alt sind, müssen die Arbeiter oft auf alte Bauzeichnungen zurückgreifen. Rainer Mischke leitet den Schleusenbetrieb in Kiel-Holtenau. Dort gilt das Prinzip First Come, First Serve. Es ist so, dass wir natürlich versuchen, als erstes die Schiffe im Kanal, weil das ein begrenztes Gewässer ist, rauszuschleusen. Das ist als erstmal notwendig, um die Sicherheit und Leichtigkeit nicht zu gefährden. Und dann die Schiffe, die von draußen kommen, also von der Kieler Förde in den Kanal wollen, dort wirklich nach der Ankunftszeit oder nach der Ankunft auf der Reede als erstes durchgeschleust werden. Die 2, die jetzt vom Westen kommen, Express und Elbe Sailor, die brauchen jeweils eine Schleusenkammer, weil die einfach so groß sind. Für die Lotsen endet der Einsatz mit dem Anlegen in der Schleuse. Die Elbe Sailor muss sich frühzeitig bei den Schleusenmeistern melden. Die Nautiker im Schleusenleitstand versuchen, so viele Schiffe wie möglich in den Kammern unterzubringen. Oder, wie sie sagen, Schiffe stopfen. Sailing Yacht Exception. Kielkanal 4. Kielkanal 4, Elbe Sailor. Alles klar, danke dir. Jo, bis dahin, jo, tschüss. Timing und Geschwindigkeit müssen bei der Einfahrt in die Schleusenkammer exakt aufeinander abgestimmt werden. Halber Meter, parallel, alles schick. Ein anspruchsvolles Kräftemessen und eine Premiere für den angehenden Lotsen. Frank Escher muss die Elbe Sailor den starken hydrodynamischen Ansaugeffekten entgegensetzen. Geschafft. Hat man gemerkt, ne? Beim Reinfahren kam der Wind doch ein bisschen vom Backbord, drückte uns ein bisschen rüber. Also das heißt, Schiff dann erstmal ranbringen an die Fender. Und mit 3 Knoten war das ein guter Einlauf, Einlaufgeschwindigkeit. Das war schon ein schönes Manöver. Wunderbar. Ankunft genau nach Plan. Ich bin sehr zufrieden. Der Zeitplan ist hervorragend. Wir müssen nicht mit Vollgas weiterfahren. Morgen früh wartet der nächste Hafen auf uns. Für die Kanalsteuerer und den Lotsen geht ein langer Tag zu Ende. Ja, fertig. Jetzt geht's nach Hause mit dem Fahrrad. Ich wohne gleich hier hinter der Brücke, also 5 Minuten Fahrt nur. In weniger als 24 Stunden werden sie wieder im Einsatz sein, für die Sicherheit im Nordostseekanal. Mit dem Riesenschiff durchs Nadelöhr. Für die Elbe Sailor endet die Passage von Meer zu Meer. Knapp 8 Stunden hat ihre Fahrt auf der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt gedauert. Unterstützt wurde der Kapitän von Lotsen, die sich nach halber Strecke abgelöst haben. Die Schiffe werden immer größer, das Fahrwasser enger. In seiner Geschichte wurde der Kanal bereits 3-mal erweitert. Sein Ausbau ist ein Wettlauf mit den Schiffbauern. Mehrere tausend Menschen leben vom Nordostseekanal. Dort befinden sich herausragende Industriedenkmäler. Die Deutsche Wasserstraße ist Hauptverkehrsader Nordeuropas und Großbaustelle. Investitionen in Milliardenhöhe sind nötig, damit der Kanal auch in Zukunft seinen Zweck erfüllt, als eine attraktive Abkürzung zwischen Nord- und Ostsee.
Nach nur 20 Minuten ist der Schleusenvorgang an der Ausfahrt beendet. Die Reise der Elbsailer Richtung Skandinavien kann weitergehen. Dank der Abkürzung durch den Nordostseekanal hat sie rund 320 Seemeilen gespart. Das sind zugleich 11 Stunden Fahrzeit weniger. Auf dem Rückweg wird das Containerschiff wahrscheinlich wieder Gast sein in der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt.